Hey, wo bist du denn? Da. Wow! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute hier den Jonas bei mir, der offensichtlich noch nicht so bereit ist zum Video. Doch, ich bin mega bereit, ja, aber Pizza muss immer dabei sein. Okay, wir haben heute ein. Ja, wie nennt man das? Nein. Ich bin hier nur Pizza zu essen. Okay. Ihr kennt doch bestimmt noch das Challenge-Video Jungs vs. Mädchen, was ich mal mit Joey gemacht habe. Das kam mega gut bei euch an und deswegen dachte ich mir... Mir ist auch gefallen, das Video. Ja, freut mich. Ja, deswegen mache ich das heute auch nochmal mit dir. Nur mit ein paar anderen Challenges, die wir uns überlegt haben. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los damit. Ne? Sollen wir mal tippen, wie es ausgeht? Wir haben 5 Challenges, ne? Ja. Ich tippe 5 zu 0 für mich. So, und ich habe eben jetzt gerade die Challenge von Juli erklärt bekommen, jetzt erkläre ich sie euch. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir jetzt gleich einfach die Flaschen, also du hast eine Flasche und ich habe eine Flasche und die halten jetzt gleich einfach so lange, wie man halten kann, bis sie dann irgendwann, und das geht, glaube ich, ziemlich schnell, also es ist schon ziemlich anstrengend, die so festzuhalten und irgendwann bricht dann auch der Arm ab und wer als erstes der Arm weg ist, der hat verloren. Ja, bei wem als erstes der Arm weg ist, genau. Jetzt habe ich mir nur, dass wir nochmal den größeren Unterschied sehen, wie klein du eigentlich bist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer jetzt erst runterlässt, also wer muss. Du hast gerade schon. Wie lange? Ich bin viel kleiner als du. Okay, ja, sorry. Bei wem jetzt zuerst runtergeht? Ja, bei wem. Nee. Doch. Ja. Aber ein Stück runter oder komplett runter? Nee, komplett runter. Alter, dann arbeitet das schon langsam, ne? Nee, doch nicht. Scheiße. Oh, bitte lass doch nach den links runter. Wie lange willst du das jetzt fallen? Nein! Nein! Kannst du mich jetzt nicht sehen, okay? What the fuck? Wie lange hältst du das aus? Hey, du doch auch! Ja, aber. Es tut schon voll weh! Oh oh! Ich kann nicht mehr ohne Witz. Wie kriegst du das jetzt? Ich glaube, Kuna ist echt gleich. Du bist schon voll runtergegangen. Das ist die größte Demütigung. Hauptsache, du stehst einfach immer noch in dieser Flasche. Lass mich aus und hältst die Flasche immer noch in der Hand. Alter, krass. Also ich glaube, ich habe gewonnen. Das ist echt heftig. Ey, wieso machst du Beauty-Videos? Du könntest so hart Fitness-Videos machen. Ja. Alter Schwede. Gut, das ist ja schon mal relativ gut für mich ausgegangen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Challenge. Und zwar benutzen wir dafür mal meine Schuhe. Und zwar müssen Jonas und ich jetzt Schnürsenkel einfädeln. Und wer das Ganze schneller hinbekommt, der hat dann am Ende gewonnen. Und ich würde sagen, ich gebe dir schon mal. Eigentlich wollte ich das mit meinen Schuhen machen, aber sie will unbedingt das mit ihren Schuhen machen. Ja, sie ist jetzt den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen. Ja, das Ding ist aber auch, bei mir sind, ich glaube, ich auch die Schnürsenkel viel kürzer, weil ich ungefähr 5 Nummern kleiner habe als du. Also, gehört es da drüber? Ja. Okay. Nee, andersrum. Nein? Doch, von oben rein. Nein! Doch! Das kann man machen, wie man will. Warte mal, oben rein? Wie denn oben rein? Ja, so. Von oben. Ah, okay. 1, 2, 3. Oh, nein! Ey! Aber das muss auch ordentlich aussehen. Fertig. Ja, ich jetzt auch. Ja, also es war jetzt nahezu gleichzeitig fertig, ja. Ich würde mal sagen, ey, komm. Vom Aussehen her. Was sagst du? Genau, was sagst du, Jonas? Definitiv Julia. Also definitiv ist... Also... Was ist das denn? Warum gibt es diese Teile hier überhaupt? Damit man genau das machen kann. Ach, weil so. Es gehört eigentlich so. Ach so, ja. Ja. Ey, damit steht 2:0 für dich. Und das heißt, dass ich tatsächlich dann, dass es wahrscheinlich so ausgehen wird, wie du es getippt hast. Also ach so, glaubst du, du gewinnst jetzt die nächste Challenge? Ja, natürlich. Easy. Ja? Okay, gut. So, wir sind jetzt hier bei der nächsten Challenge. Und jetzt muss ich auf jeden Fall hier einen Punkt rausholen. Und das ist natürlich jetzt auch so ein Daily Business von mir. Ja, täglich mal ziehe ich irgendwelchen, so wie jetzt die Challenge, ziehe ich irgendwelchen Bananen-Kondome drüber. Das war falsch rum. Ja. Okay. Auf jeden Fall, die Challenge ist, wir müssen jetzt gleich, jeder von uns kriegt eine Banane. Die längere Banane. Dankeschön. Ja. Und jeder kriegt auch ein Kondom. Und wir müssen es schaffen, das Ganze hinterdrücken, das heißt, wir drehen es gleich um und müssen hinterdrücken, das Kondom aufmachen, über die Banane ziehen, richtig rum. Und wer das zuerst hat und richtig gemacht hat, der kriegt den Punkt. Genau. Ja. 1, 2, 3. Okay, fertig. Oh Mann, ich bin fast fertig. Ja. Warum ist das grün? Ich hab beim Öffnen verkackt, deswegen. Du hast mega lange gebraucht, ne? Ja, beim Öffnen, weil ich das... Mal gucken, ob das über die ganze Banane drüber gepasst hätte. Hätte es, also Test bestanden auf jeden Fall. Aber der Punkt ging auf jeden Fall an mich, ich war schneller. Ja. Ah.
Okay, wir beide haben uns gedacht, wir wollten schon immer mal Milch, so wie Hunde und Katzen. Schon immer, ich wollte es auch schon immer machen. Ja, ich auch unbedingt. Ja, deswegen machen wir das jetzt. Und Jonas füllt da gerade schon ein bisschen Milch in unsere Schüsseln. Und dann dürfen wir gleich mit unserer Zunge in einer bestimmten Zeit, wie viel Zeit machen wir, 30 Sekunden oder so? Mhm. Ja, in 30 Sekunden. Aber nicht schlürfen. Milch rausschlecken. Und wer am Ende dann mehr Milch rausgeschleckt hat, der hat gewonnen. Und los. Ich spuck alles nur wieder rein. Und stopp. Okay, ich habe ein richtiger Fail. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass es für keinen Punkt gibt, weil das habe ich verloren. Ich muss irgendwas machen. Das ist bei mir ist ungefähr jetzt, weiß ich nicht, da ist. Aber ich finde, irgendwann, guck mal, das sieht bei mir schon aus, das wäre mehr raus als bei dir. Ja, weil du das anders falsch. Das ist bei mir so voll, da ist einfach mehr drin als vorher, weil ich da reingespuckt habe. Ja, das Zeit. Ist ja deine Schuld. Ja, kann ich ja nichts sehen. Das heißt, ich habe gewonnen. Das sieht voll aus. Wie hast du das denn so schnell wegbekommen? Du hast die ganze Zeit nur gelacht. Stimmt. Tasking oder so? Keine Ahnung. So, Freunde, wir kommen zur nächsten Challenge. Und die kann ich jetzt schon mal sagen, da werde ich auf jeden Fall abräumen, weil ich da einfach, da bin ich einfach der Erfahrene von uns beiden. Und zwar geht es jetzt hier darum, mit einem seltsam aussehenden Lippenstift, ich glaube immer nicht, dass es einer ist, dass man irgendwann sowas aufkriegt, ne? Drehen und ziehen. Ach, sowas ist das? Ja, ein Liquid Lipstick. Ohne Shit, wisst ihr nicht, was ist? Würde ich denken, man muss es so auf die Augendinger hier machen. Auf jeden Fall geht es darum, den anderen jetzt gleich mit verbundenen Augen anzumalen. Und zwar auf den Lippen, also heißt es anmalen oder auftragen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Lippenstift. Und das verbunden. Und bei wem es am Ende am besten aussieht, dann der holt sich hier den Punkt. Obwohl ich ja eh schon gewonnen habe. Ja, aber ich bin definitiv Sieger der Herzen, einfach weil ich der sympathischere bin. Von uns. Ach! Ja. Okay. Bereit? Nein. Also ja. Ich weiß auch nicht, wo deine Lippen sind. Ja, das ist mir doch egal, musst du irgendwie. Oh da, mein Gott. Bleib da! Ich kann doch gar nicht mehr. Okay, kannst du mal herkommen oder so? Kannst du dein Kinn hier drauf legen? Das Kinn. Okay. Ich hab da gar kein Gefühl gerade. Oh mein Gott. Du machst mir gerade einen Bart. Was war das? Ein Zahn. Okay. Ich glaube, das ist gut so. Ja, das ist bestimmt super. Okay, darf ich die Augen abnehmen? Die Augen abnehmen. Oh nein. Also ich sehe ja selber nichts, aber meine Lippen. Das sieht gut aus. Doch. Was ist das? Oh Kacke, Mann. Nicht den Mann auf Mann. Oh nein, nein. Das war zu gut, das war zu gut. Du musst neu einsetzen. Hallo? Das war zu gut. Das ist unfair. Wie lange habe ich überhaupt Zeit? Bis ich sage, ist gut, oder? Ja. Sollen wir auflösen? Ja. Ja, okay. Was hast du getan? Ist es gut geworden? Ich kann es gar nicht einschätzen. Das ist einfach fast noch schlechter als bei mir. Aber du malst die ganze Zeit hier mal unten so rum. Warum? Da oben. Leute, ihr dürft es in den Kommentaren abstimmen. Habe ich jetzt 3-2 verloren oder 4-1? Okay, ich habe echt Nerven, wenn ich mal zugucke. Siehst du, sie sagt, hast du auch gemacht, jetzt gerade gesagt. Ja, ist okay, du hast nur die Challenge gewonnen. Jedenfalls ist das Video dann jetzt hiermit vorbei. Ich habe 3-2 gewonnen, aber ich habe gewonnen. Und ja, wir machen jetzt gleich noch den zweiten Teil bei Jonas. Easy, 5-0 werde ich abrasieren. Genau. Easy, ja. Easy. Da werden wir auch noch ein paar lustige Challenges machen. Das Video findet ihr unten in der Infobox und hier irgendwo auf dem Bildschirm. Könnt ihr auch noch draufklicken. Das war sympathisch. Ja, ne? Ja. Voll nett, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Jonas Video wieder. Tschüssi. Ciao.